Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video auf meinem Kanal. GameTester EXPA ist wieder am Start und testet für euch, was das Zeugs hält. Und zwar heute Nonstop Chuck Norris RPG Offline Dungeon Crawler. Hört sich ja sehr, sehr spannend an, muss ich sagen. Bin ja auch ein alter Chuck Norris-Fan. Ich hoffe, ihr seid es auch, denn dann seid ihr genau richtig für dieses Video. Um was geht es hier in diesem Spiel? Schauen wir uns das mal gleich ganz kurz an. Wenn ich hier wieder reinfinde, dann können wir uns das auch ansehen. So, die letzte Aktualisierung war am 8.5.19, noch gar nicht so lange her. Und wenn wir hier mal nachsehen, das Spiel ist schon von 2017, 19. der 4. Es ist gratis, gibt aber In-App-Käufe von 1,09 € bis 109,99 Euro. Und um was geht's? Und da fängt das Ganze schon mal gut an. Chuck Norris brach das Internet, um dieses Action-RPG offline zu machen. Nutze die unaufhaltsame Kraft von Chuck Norris. Bla bla bla. Gut, machen wir, testen wir, checken wir. Schauen wir uns das Ganze mal an. Auch ich spiele das Ganze jetzt zum ersten Mal. Also ich habe keine Ahnung, um was es hier so geht. Aber wir werden es jetzt gleich mal gemeinsam herausfinden. So wie es aussieht, ist das Ganze schon mal nicht im Querformat, sondern im Hochformat. Parfum wird in Wahrheit aus dem Schweiß von Chuck Norris Augenbrauen gewonnen. Ja, okay. Das sind schon mal die typischen Chuck Norris Witze mit eingebaut. Und jetzt lädt das Ganze hier mal 4,8 GB. Groovy. So, da sind wir. Ich bin's, Chuck Norris. Jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Ah, okay. So läuft das Ganze. Schaut lustig aus. So, jetzt kann ich das erste Mal was machen. Nutze den Roundhouse Kick Move. Ist ja heftig. Nutze den Donnerschlag Move. Er macht das hier eigentlich alles selbst. Ohne dass ich hier irgendwas mache, läuft er hier wie von der Tarantel gestochen. Und ich kann hier unten eigentlich nur raufdrücken auf den Kick oder auf den Donner. Jetzt kommt der Boss. Hack. Was? Hackfresse, ja. Meister hat uns große Macht gegeben. Er hat mich zu meinem. Ich fange nochmal von vorne an. Heute ist nicht mein Tag. Meister hat uns große Macht gegeben. Er hat mich zu einem Boss gemacht. Zeit zu sterben, Chuck Norris. Ja, okay, er läuft dort von selbst hin. Hätte mich gefreut, wenn ich selbst laufen hätte können, dann würde das Ganze schon sehr interessant sein. Jetzt haben wir da rumgetippt, links unten auf Kick oder Donner. Haben einen Sieg, bekommen eine Starterkiste. Und sind jetzt mal quasi so fertig. Jetzt kann ich mir die Kiste hier unten ansehen. Schalte deine neue Waffe frei. Neue Waffe ausrüsten. Da haben wir jetzt einen Baseballschläger und schließe. So, du willst das als Waffe nutzen? Ach, von mir aus. Dadurch werden meine automatischen Angriffe stärker. Alles ist eine Waffe, wenn du Chuck Norris bist. Okay. Nee, der läuft hier wirklich von selbst. Sowas hasse ich wie die Pest. Ein Spiel, wo alles von selbst läuft und ich nur hier und da mal unten Donner und Kick drücken kann. Mag ich überhaupt nicht. Wie gut hätte das sein können, wenn ich hier hätte laufen können? Ich gebe dem Ganzen jetzt mal noch ein bisschen Zeit, da ich ein super Chuck Norris Fan bin, ein absoluter, und drücke hier manches Mal auf Kick oder Donner. Boss Schlitzohr. Ein Schlitzohr. Du fragst dich bestimmt, wer der Meister ist. Das wirst du nie herausfinden, weil ich dich vernichten werde, Chuck Norris. Okay, so, jetzt läuft er dorthin. Wir drücken Kick, wir drücken Donner. Sonst brauchen wir nichts drücken, nur zusehen. Und das war's. Welch vergeudete Energie in ein Spiel. Leute, was hättet ihr daraus machen können? Und dann läuft das hier wirklich so ab. Ihr seht mich jetzt ein bisschen sprachlos, denn ich bin sehr, sehr enttäuscht.
habe mir sehr viel vorgestellt unter diesem Chuck Norris Spiel und hätte mir gedacht, wow, wie cool ist das denn? Aber so ist es wirklich nichts. Es würde mich nur kurz noch interessieren, wie die Bewertungen hier aussehen. Denn zu diesem Spiel muss ja eigentlich die Bewertung eine absolute Katastrophe sein. Aber wie ihr seht, der Christian Tünken schreibt, ich finde, es ist sehr lustig und ein netter Zeitvertreib für zwischendurch. Wer die Filme von ihm kennt, wird es auf jeden Fall mögen. Ja, da hat er schon recht. Die Anspielungen sind ja gut, aber das Spiel... Schauen wir mal, was schreiben die anderen Leute hier so? Seit geraumer Zeit werden die Angebote, interessiert mich nicht. Standardspiel, interessiert mich nicht. Einfach gesticktes Kampfspiel, aufleveln, auflabeln. Chris Batman schreibt, auflabeln. Der Fähigkeiten ist sicher gut, Mann, sprechen gut Deutsch. Lustiges Klopperspiel, macht Spaß, echt tolles Spiel. Und jetzt kommt einer, der mir hier aus der Seele anscheinend spricht, tolles Spiel. Chuck Norris läuft automatisch auf die Gegner zu, schlägt auch automatisch zu. Der User kann lediglich, genau, der sagt genau das, was ich mir denke. Jörn Köhler, oder Jörn Köhler, du sprichst mir aus der Seele. Ja, deine Rezension ist hilfreich, das ist absolut für die Nüsse. Für die einfach gestrickten Leute hier mag das ganz lustig sein, für die Kinder unter euch auch, aber für mich als Erwachsenen leider ein Griff ins Klo, bekommt auch nur eine 1-Sterne-Bewertung von mir. Und das war's für heute, meine Lieben. Macht es gut, bis zum nächsten Video. Liebe Grüße an alle. Tschüss und ciao, ciao.